Das ist das schlimmste Foto von Nudeln, das jemals gemacht wurde. Mann, da kriege ich ja richtig Appetit auf so eine Spaghetti à la Kackwurst. Das ist ganz schön disgusting. Da war Hauptsache noch so ein bisschen Basilikum drauf, ne? Damit es auch noch richtig gut aussieht. Egal. Hey Leute, herzlich willkommen zu Shitty Food Porn. Wir gucken uns heute Fotos von Essen an, die man lieber nicht gemacht hätte. Oh, guck mal, Corn Dogs! Die sehen richtig appetitlich aus. Ich habe die Teller von Ikea auch, Alter. Und ich habe auch die Kratzer drauf. Die sind nicht so high quality, habe ich das Gefühl. Aber das ist doch schon... Das wurde doch mit Liebe gemacht. Guck mal, wie der sich freut, dass er bald gegessen wird. Oder die freuen sich, weil sie überleben, weil niemand sie anfassen will. Ey, das gibt einen A for effort. Kreativität finde ich doch gut. I eat this 5 times a week. Ey, ich find's gar nicht so schlimm. Ich find's viel schlimmer, dass er seinen Fuß drin ist. Ja, hallo, schön, schön. Hat der Hobbit mal wieder ein Foto gemacht. Ja, die Gefährten haben sich darüber sehr gefreut. Bleibt drinnen. Also ein Huhn hat wirklich schon viele Aggregatzustände angenommen. Aber die kranke Scheiße ist mir neu. Heart Attack Chicken. Oh, lecker. Warum ist es so pink? Ist es schon abgelaufen, Alter? Der Huhn läuft immer weiter, bis es schlecht ist. Heinz Baked Beans Pizza. Baked Beans! Öfte Pizza drauf. Nee! Heinz, du bist falsch abgebogen. Mach wieder den Ketchup. Ey, das ist... I made a birth cake for my sister's baby shower. Ich meine, ganz ehrlich, unsere Mütter mussten das alles mit uns durchmachen. Es sei denn, Kaiserschnitt. Was sind die schwarzen Streusel? Mutter. Das ist krass. Wenn man das Baby auch noch essen kann, bin ich am Start. Ist es kulturelle Aneignung, weil da Ananas drauf ist? Oder ist es einfach nur ekelhaft, weil da Ananas drauf ist? Schreibt es mir in die Kommentare. Pizza Hawaii? Ja oder nein? Ich fühle es gar nicht. Ich fühle es null. Oh, guck mal, einen Darm. Der hat einen Darm dahin gemacht. Homemade Potato Noodles. Das sind auch Nudeln, das ist eine Wurst. Potato Noodles. Kartoffelnudeln. Ich meine, du kannst alles aus Nudeln machen. Sour Cream von den Oreo. Der isst Oreo mit Sour Cream. Weil es schmeckt wie Cheesecake. Das ist disgusting, Alter. Nee. Der hat Dorito Käsesoße in seine Instant Ramen Nudeln gemacht. Entweder ist ja da was ganz Großem auf der Spur oder es ist wirklich das ekligste und fettigste, was ein Mensch in sich aufsaugen kann. Unbekanntes Terrain wird da, wird da bestiegen. Ne, manche Leute steigen auf den Berg, der steigt auf Diabetes 2. Level up, a cheese board in Japan. Oh, Alter, wenn man in so ein 5-Sterne-Restaurant geht, oh, Michelin-Star, und dann hast du hier Eingang. Eingang, 2 Nüsse und ein bisschen Käse und haben wir unterm Sofa gefunden, die Rosinen. Ja, ich meine, ihr müsst halt überlegen, die vertragen nicht so wirklich Laktose da auf der anderen Seite. Cheeseboard. Ja, das ist Depression Board. Also, kann ich einmal Depression haben? Ja, hier bitte. Served for lunch at a school. Ich war immer neidisch auf Schulen mit Mensa. Jetzt nicht mehr. Das ist ja eklig. Was ist das? Also, es sind Muscheln, aber... Soll man die Schale mit essen? Ich meine, das ist bei jedem Obst, stellt man sich die Frage, aber beim Muscheln ist es doch eigentlich eindeutig. Ja klar, man isst die mit, das ist schon crunchy. Ist das Auflauf mit den Muscheln und die haben vergessen, die Muschel aus der Muschel zu holen? Das ist wirklich widerlich, muss ich sagen. Also es ist wohl eine chinesische Schule, aber macht es besser? Long Cuisine. Ihr kauft euch... irgendein Tiefkühl fertig essen und da steht irgendwie Gourmet drauf. Ihr macht es auf und das sieht aus wie eine graue Wolke und schmeckt auch so. Das erinnert mich einfach an früher, muss ich sagen. Ich habe mich da als Student viel von ernährt. Und natürlich Banane, irgendein Fleisch und Ketchup drauf. Mmh, vorzüglich. Fat Boy Sandwiches with whipped cream, Hershey's Chocolate on top. Warum sieht das so eklig aus? Das ist doch bestimmt geil. Split Pea Soup with Tuna. Ich glaub dir, dass das schmeckt, aber wenn ich jetzt sage, das ist eine Elektromikroskopaufnahme von meiner Kotze, würdest du mir das doch glauben? Also bestimmt auch, aber es sieht, gut sieht es nicht aus, aber es sieht schon ein bisschen appetitlicher aus als das. Das sieht aus, als hätte jemand wirklich in eine Ramen reingewurstet. Das sieht doch gut aus. Restaurante verkauft das so für 5 Euro. Das allerdings sieht irgendwie wieder disgusting aus. Wo ist das Problem? Ist das hier so dieses Mac-Frühstück, ne? So sieht das aus. Das haben wir ähnlich viel Liebe gemacht.
Ich finde nicht, dass das hoffnungslos ist. Das ist einfach nur den Käse. Großer Burger. Ein bisschen schlecht geworden. Ey, Ranch, das ist hier so Mayo-Soße für einen Salat. Die haben auch Eiscreme rausgebracht. Mm. Ben & Jerry's oder einfach ein bisschen Sour Cream Eis. Klingt irgendwie auch geil. Pasta with Meatballs and the Sausage. Ey, hat da einfach irgendwie mein Vater mal seinen Dödel in deine Nudeln gehalten? Was ist denn los? Dad's own recipe. Ich frag mich, warum dein Vater das nicht mit der Welt geteilt hat, sein Rezept. Hausgemachter Linseneintopf. Miam, miam, miam. Das actually sieht echt gut aus im Vergleich. Der allerdings, der ist krass. It is Wednesday, my dudes. Du bist eine Wurst. Die Wurst hat es gar nicht mitbekommen, dass sie eine Wurst werden sollte. Deswegen ist sie ein Ball. Eine Wurst als Ball ist keine Wurst mehr, oder? Was definiert eine Wurst? Die Wurstform oder woraus sie ist? Wurst oder nicht Wurst? Das ist ja die Frage, Alter. Wir sehen ja, Alter, er ist krass. Und die Leute da draußen denken, das ist nicht echt. Aber das ist das Wunder von Deutschland. Da höre ich doch schon die Hymne spielen, Alter. Das ist die hässlichste Erdbeere der Welt, oder? So eine hässliche Erdbeere habe ich noch nie gesehen. Tut mir leid, ich mag alle Erdbeeren dieser Welt. Aber die ist hässlich. Der ist einfach nur traurig geworden. Wie kann man ein Ei kochen und das kommt dabei raus? Es sieht irgendwie auch voll schön aus. Moderne Kunst. Kandidat für einige Sterne. Da muss man sich vorher auf den Kopf hauen lassen, oder? Bevor man das erträgt. Sweet Potato. Gebacken. Sieht echt nicht schön aus. Das sieht aus wie irgendwie, als hätte sie versehentlich Etsy da auseinandergeschnitten und in den Ofen gepackt. Wie eine Mumie. Schmeckt bestimmt, aber besser. It's a real cake. Das ist doch scheiße, Alter. Also, ich meine ganz ehrlich, ist nicht so, als hätte ich nicht schon vergleichbare Sachen auf meiner Toilette gesehen, ne? In der Toilette. Das sieht da... Oh mein Gott. Der ist echt richtig hässlich. Der ist nicht mal unappetitlich. Der sieht einfach nur scheiße aus. Sowas hat man damals bei seinem Freund bekommen, wenn man gesagt hat, oh, ich hab Hunger. Und der Freund hatte gar keinen Bock, was zu machen. Ja, Toast, Ketchup. Und ich hab's geliebt. Lobsterpizza. Und der haut den ganzen Hummer obendrauf. Mit Schale. Ey, warum überhaupt... Das arme Tier, Alter. Das ist doch mal eine Mahlzeit. Hier auch eine gute Prise Pfeffer obendrauf. Ey, das Ei ist doch ungenießbar. Du musst fünfmal niesen und du stirbst. Das ist komisch. Ey, manche Leute wollen die Welt wirklich brennen sehen, oder? Die stecken die Welt extra noch in den Ofen. Mein Roommate hat gefragt, ob ich ein Stück Pizza haben möchte. Ich habe schon viel in meinem Leben gesehen, aber das qualifiziert sich grundsätzlich nicht mehr als Pizza. Das ist Teig mit Belag. That's it. Wow! Nee! Pack das wieder bei Tschernobyl unseren Elefantenfuß! Was ist denn das her? Schöner radioaktiv oder was? Habt ihr noch Subreddits, die ihr empfehlen würdet? Habt ihr schon nach Ursula gefragt? Solltet ihr in den Kommentaren machen. Wo ist Ursula? Hier gibt's noch mehr Videos. Lasst ein Like da. Tschüss!